Ach so, ja, okay. Ich dachte schon unter dem Tresor. Niemand weiß genau, warum Selma Carno es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt Junge, mich doch los, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel. Ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alter hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich wusste den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn daraus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal erfahren, dass Danny nicht mehr lebt. Nee, aber jetzt so langsam raff ich auch die Erzählweise. Oh mein Gott. Alle da, hau rein! So, jetzt dürfen wir, okay. Was ist denn hier los? Okay. Brrr, ich bin voll verwirrt. Bin ich jetzt nach dem Banküberfall oder davor? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nämlich gedacht, wir würden jetzt immer weiter in diesem Banküberfall spielen und dann nach und nach die Leute kennenlernen und dann die Hintergrundgeschichte erfahren, wie wir überhaupt zu den Leuten gekommen sind, ne? Beziehungsweise was die machen, was die für Charakteristika haben und so. Oh, oh, okay. Das ist ja nur gerade Ausfall, da kriege ich sogar noch hin. Das ist aber schön schnell, das Boot. Und das halt dann in diesem dokumentarischen Stil, dass dann noch Dritte immer darüber erzählen, was da für Leute waren. Wie zum Beispiel jetzt gerade die Mutter. Der Vater wohl, ja, nicht so cool war. Ich drück schon die ganze Zeit ernst, was soll ich noch machen? Oh, ich bin's irgendwie wieder eng. Oh mein Gott, was passiert hier? Scheiße. Okay, ja, alles gut. Ich komm klar. Hey, schick, yeah. Ich weiß, wo du hergekommen bist. Aus
dem Arsch deiner Mutter! Finde ich aber geil, dass wir hier einfach mal so ein bisschen Radio abbauen und denken, oh, ist ein bisschen langweilig und keiner was sagt, ne? Rattenficker, okay. Wir Rümpel, Vollgas, Lincoln! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, scheiße, scheiße! Kriegen wir hin! Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Ist doch voll glaubwürdig mit dem bluttriefenden Mann. Ja, der hat nur ein bisschen zu viel getrunken, ne? Deswegen kann er nicht mehr laufen. Ja, okay, wir sind jetzt also offensichtlich doch nach dem Banküberfall. Nachdem sich der Kollege Danny das Bein eingeklemmt hat. Das ist, glaube ich, ist doch der Danny, oder? Ja, ja, das wird Danny sein. Da bin ich mir sicher nicht. Also sind wir jetzt hier gerade voll am Fest, am Start, oder was? Jo, tatsächlich. Ist das nicht das Fest, wo die immer auch ihre Brüste zeigen und so? War doch bei... War das Underground? Underground 2? Ich weiß es nicht mehr. Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Wollte ich gerade sagen, ne? Nee, kann man nicht. Aber wir waren alle verrückt drauf. Okay, der ist wirklich Stralle. Ne? Okay, ich kann durch dich durchlaufen. Ach, wir fallen doch gar nicht auf. Ja, okay, doch, wir sind nicht verkleidet. Was ist das? Ich will mich ja schon ein bisschen erstmal umgucken. Na, ihr? Wie wollt ihr denn darstellen? Vorsicht, Platz da. Das ist cool. Wenn die sprechen, also das klang jetzt gerade so, als hätte der mit mir gesprochen und gesagt, Verzeihung. Dass es dann halt auch so diesen Ton macht, ne? Wenn man halt so eine fette Maske auf hat. Hier ist unser Begleiter. Ruf Sammy an. Okay. Also sind wir, jetzt werden wir bestimmt voll verarscht. Was ist mit dem? Los, ruf Sammy an, Mann. Ja, also ich hab doch. Meine Hand ist voll. Warum rufst du ihn denn nicht an, du Kollege? Haltet die Augen. Na, egal. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Okay. Ich hab gedacht, jetzt wird irgendjemand dem die Kohle klauen. Dem Georgie. Sammy, wo ist der Alice eigentlich? Ach, hinter mir, okay. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Schöne Wagen. Aber Mardi Gras ist nämlich immer volle Kanne. An Tony Hawk. Ich meine, das war Underground 1 und der hat eine Ananas-Frisur. Auch schön. Achtung. Wo ist denn jetzt hier der Lebensmittelladen? So viel los. Wobei, so viel ist das eigentlich gar nicht. Vor allem, das sieht auch nicht gerade so spaßig aus. Ein paar sind betrunken, okay, die hatten schon Spaß. Der Rest steht rum. Gut, ein paar machen auch rum. Okay, die macht Musik. Darf sie ja auch. Wer bestimmt was wie wo? Ich wollte gerade sagen, die ist doch nicht nackt, oder?
Was ist mit seiner... Habt ihr gesehen, was mit seiner Frisur passiert ist? Gerade hätte ich noch keinen auf... Guck mal vom Barkeeper die Frisur bitte an. Die baut sich auf. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Nee, ich hab nicht zugehört. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Ich finde das schön, dass der hier nochmal so einen Teddybär zwischen den Beinen hat, der irgendwie einen Löffel mit irgendeinem Pöttchen drin hat. Kackstelze? Wie weit muss ich laufen? Oh, Polizei. Was ist denn hier passiert? Hallo? Okay. Ich höre gerade nur ein bisschen der Polizei zu. Sind wir 1,93 Meter groß? Alter, der richtiger Bär. Tanzen lustig. Vorsicht, Kumpel! Hallo, Fremdling! So, gleich sind wir aber da, so wie es aussieht. Was? Polizei? Was macht die Polizei da? Was macht ihr? Warum versteckt ihr euch hinter mir? Alle auf Drogen. Geht ja gar nicht anders. Oh, Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Dennis, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenk sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Hey, guck mal hier! Deswegen auch der Name der Mission, alles klar. Dann muss ich abhauen, ne? Rote Fahndungszone. Du bist in einer roten Polizeifahndungszone und die Cops werden erst schießen, dann Fragen stellen. Um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkende aktive Polizeifahndungszone oder versteck dich. Kannst dich hier verstecken? Ich will eigentlich niemanden töten. Schubid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 
Das heißt, ich kann mich nochmal eben schnell regenerieren. Das wäre ganz nice. Ich wäre so ganz mit dem Beifahrer die ganze Zeit getroffen werden. Es interessiert sie einfach nicht. Nein! Ach, shit, okay. Kam jetzt auch nicht durch, super. Fuck it, ey. Die Lenkung von dem Wagen ist irgendwie nicht so schön wie die von meinem, also von meinem eigenen Wagen. Die hat sich sehr schön steuern lassen. Das ist so ein Straßenkreuzer hier. Ich schätze mal, wenn ich nur gerade ausfahre, damit häng ich sie wahrscheinlich nie ab, ne? Okay. Sollen wir jetzt mal rechts fahren? Dann fahren wir rechts hoch. Scheiße, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Man kann die leider nicht so schön driften wie früher. Also ich wollte eigentlich nur andere. Womit schießen die denn? Muss ich immer mit dem Polizeiwagen fliehen? Das ist, glaube ich, einfacher, oder? Ich glaube, meine hält nicht mehr so lange aus. Ich werde mal so angucke. Oder, jo, komm, jetzt machen wir was. Wer fällt ein? Ach, das ist Stein, oder ist das Holz? Nee, das ist, glaube ich, Stein, okay. Mal so ein bisschen Kurven fahren, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, oder? Ich habe gerade auf jeden Fall den Abstand irgendwie erhöhen können. Nein! Okay. Ist die Brücke noch im Bau hier, oder was? Ja, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Scheiße, okay.